Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. So, in der letzten Folge sind wir leider kläglich bei dem Riesen gestorben. Und ich würde sagen, den probieren wir jetzt nochmal. Also, dann nix wie hin zum Riesen. Mal gucken, wie ich den Weg wieder finde hier. Ich glaube, das war hier hoch. Genau, und dann hier hoch, genau. Ist ein bisschen verzwickt alles das Level hier. Hier muss ich jetzt erstmal aufpassen, weil hier auf jeden Fall so ein blöder Ritter ist. Okay, der ist ziemlich weit hinten. Hier kommt, müsste jetzt gleich ein Mob spawnen, genau. Stirb. So. So, und auf jeden Fall da hinten müssten meine Seelen jetzt liegen. Genau, da hinten liegen sie. So, jetzt müssen wir erstmal die paar Dinge hier kaputt machen. Oh. Nein, warum treffe ich die denn nicht? Wo ist hier los, Eger? Nein, komm raus, komm. Kommt jetzt bitte schon. Eins haben wir. Nummer zwei ist auch gleich down. Okay, ist down. Wo sind noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mir ist eigentlich lieb, wenn ich die jetzt irgendwie alle nacheinander pullen könnte. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das Einzige, was ich probieren könnte, ist, dass ich die mit dem Bogen raushole. Nehmen wir mal den Bogen. Bogen, wo bist du? Bogen. Na, Pfeile. Ah, ich habe 6 Pfeile. Aber die kommen schon, wie ich sehe. Ah, komm her. Komm zu Papa. Boah, ey. Ah, der andere kommt auch schon, sehr gut. So, hinten sind noch. Hier kommt noch einer. Ey, denkst du echt, die sind tot? Dann kriechen die immer noch weiter. So, die haben wir. Schauen wir nochmal rum. Hinten wäre einer. Kann ich den pullen? Kann ich den nicht pullen? So, vielleicht kommt er jetzt her zu mir. Ich hoffe mal, dass sie nicht neu spawnen. Mehr. Drei sind es auf jeden Fall. Vier sind es. Okay, dann schauen wir mal. Der schaut so aus, als wenn ich herkommen würde. Ich
Da ist noch einer. Aber spawnen die neu oder? Das gibt's doch nicht. Ich habe doch vorher gar nicht so viele gesehen gehabt. Oh, Riese ist gespawnt. Okay, Leute, ich würde sagen, auf ein neues, dass wir den Riesen jetzt legen. Würde mal sagen, Angriff ist die beste Verteidigung. Ran an den Klops. Ich probiere auf jeden Fall meine Seelen jetzt mal zu holen. War doch 7000 oder so. Es ist sofort, komm. Lebt er noch, oder was? Oh, er ist down, Leute. Er ist down. Geiler Kampf. Was sind das für eklige Würmer hier? Was ist eklig? Ich habe doch Hände, oder was ist denn das? Pfui, Teufel nochmal. Seele. Bleiche Zunge, muss ich mich dann gleich mal anschauen, was das ist. Doppelhammer, geile Sache. Jaucheküchlein. Mann, 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 was hier alles rumliegt. Drangstulpen? Drangrüstung, geil. Jetzt gehen wir, sagen, die Treppe hier hoch. Und dann schauen wir uns mal die Rüstung an. So, die Drangrüstung. Okay, Herold, Feuer, Drangrüstung,
Okay, ist jetzt 9,3 Magie. Ist er besser? Aber in der physischen Absorbierung ist es schlechter. Na, ich glaube, dass schon die gefallenen. Ich glaube, ich werde noch bei dir bleiben. Doppelhammer. Ein paar Hämmer der Drangritter, die Nachfahren aus dem legendären Land der Bindung des Feuers. Die Ritter lösten ihre Gemeinschaft auf und verdingten sich als Söldner, die schnell wegen ihrer schildlosen, aggressiven Taktik gefürchtet wurden. Fertigkeit: Wirbelschlag, schlägt in einer großen Drehbewegung auf Gegner ein und nutzt den Schwung für einen schweren Schmetterangriff. Okay, alles klar. Aber ich brauchte Geschicklichkeit 16. Habe ich leider erst 14. Werde ich noch ein bisschen skillen. Und vom Gewicht her ist es auch einfach zu hoch von der Belastung her. Okay, da warten wir jetzt noch. Würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier weiter. So, what? Wo geht's hier weiter, ey? Schon wieder so blöde Rede. Da habe ich mal gar keinen Bock drauf. Da ist ein Ritter, da ist ein Ritter. Kann ich den pullen irgendwie? Kann ich den herholen? Mit dem Wurfmesser irgendwie. Ich probier's mal. Hier ist Papa, komm her. Mal, was ist denn das jetzt? Ist denn noch ein Ritter oder was? Was ist denn hier los? Ich werde auf jeden Fall sterben. Kann ich wenigstens noch einen rausziehen hier? War klar. Nein, jetzt habe ich wieder keine Ausdauer. Einer schon mal down. Ist nur so ein kleiner Mob gewesen. Aber ich will den hier haben. Komm her. Komm her. Ja, genau. Die Bank kaputt und dann ist endlich der Weg frei. Jetzt komm her. Nein, jetzt ist wieder ein anderer Mob hier, ey. Estos auf jeden Fall. Backstep! Uffi, und du? Was willst du denn hier? Oh, gibt dir wenigstens was? Der gibt gar nichts. Das ist ja schon wieder hier in so ein Elite-Mob jetzt hier, oder? Und der normale Mönch hier. Können wir wegrotzen. Den können wir wegrotzen. Vor dem habe ich Angst. Okay, ich sehe jetzt hier keinen mehr sitzen. Ich auf jeden Fall loot, das nehme ich erst mal mit, bevor ich sterbe.
Glut, okay. Haben jetzt aber noch eine Estus rein. Ich hoffe, dass drei für den Kampf reichen. Jetzt ist noch so ein Mönch. Wenn man das, den jetzt hier killen kann, ohne dass die andere hier... Okay. Vielleicht kann ich ihn da backsteppen. Okay, das ging auf jeden Fall. Oh, ey. Und Backstep, Baby. Bäm. Irgendwas Geiles gibt es hier bestimmt, weil umsonst würden die nicht hier das alles so bewachen. Da kriegt auf jeden Fall mal einen Backstep jetzt, hoffe ich mal, wenn es wieder hinhaut. Weil ab und zu, glaube ich, backt das ein bisschen. Bams. Und Bams. Bam. So, was ist hier los? Was habt ihr angebetet? Was habt ihr angebetet? So, und schauen wir mal weiter. Irgendwo noch solche komischen Viecher rumhängen an der Decke. So, was ist hier? Was ist hier? Okay, hier geht's bloß runter. Ich glaube, das ist das gleiche wie auf der anderen Seite. Hier noch irgendwo irgendwas. Oh nee, oder? Ist doch ein Bossfight da unten, oder? Ist doch bestimmt ein Bossfight hier. Nebel durchqueren. Na, das mache ich jetzt nicht. Obwohl ich jetzt trotzdem mal durch, weil ich habe den Heimatknochen und ich glaube, ich kann mich da unter dem Kampf zurückteleportieren. Das werden wir uns auf jeden Fall mal machen. Wenn es ein Boss ist, werde ich mich sofort wegteleportieren, weil ich will meine Seelen jetzt nicht verlieren. Okay, und weg. Okay, dann wissen wir schon mal Bescheid, dass da auf jeden Fall schon mal ein Boss drin ist. So, jetzt werden wir erstmal leveln. Welcome home, speak then. Very well. Then touch the cake, nourish. So, ich glaube. Ich glaube, wir werden erstmal Belastbarkeit ein bisschen höher setzen. Dass, falls wir eine bessere Ausrüstung finden, die auch wahrscheinlich dann schwerer sein wird, dass wir die auch anlegen können. Wenn wir mal einen Punkt reinsetzen, mehr kann ich eh nicht skillen. Und bestätigen das Ganze mal. Farewell, Ashen. So, dann schauen wir mal, ob mit der Schmied. Haben wir das schon. Ich glaube, wir können doch die Äste noch nicht hochstufen. Okay, können wir noch nicht machen.
Wir könnten aber rein theoretisch das Schwert, das wir jetzt momentan ausgerüstet haben, auf 2 Stufen. Ich bin mir echt unschlüssig, was ich machen soll. Soll ich es aufstufen, soll ich es nicht aufstufen? Gibt es später noch bessere Waffen, die vielleicht dann besser sind zum Leveln oder nicht? Aber irgendwann muss ich es mal aufstufen, weil mir auch dann der Schaden auch irgendwie abgeht. Funkeltitanit. Ich glaube, ich warte noch. Es muss so auch funktionieren. Schauen wir uns, die hat nämlich die Muskel- und nee, Blutungszunahme. 500, einer, ist schon ganz schön teuer. Auf jeden Fall 5200 Zylinder. Ein paar Messer kaufen. Okay. Was hat der alles? Help Raid. Was die hier so hat. Gegenstand kaum. Hat der Schlüssel-Item? Okay, die Schlüssel haben wir schon. Ich will mal was ausprobieren. So, okay, ich würde sagen, das war schon wieder mit der Folge. Wie es dann weitergeht und ob wir vielleicht den Boss machen in der nächsten Folge, weiß ich noch nicht so genau. Ich wollte mir eigentlich das vorletzte Gebiet nochmal anschauen, weil ich glaube, dass ich da ein bisschen was übersehen habe. Ich glaube, ich werde mir das andere Gebiet nochmal anschauen, bevor ich dann zu dem anderen Boss gehe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Abo da. So. Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.